Sie haben das Problem bei einem Saiteninstrument, dass ein Stimmwirbel zu locker sitzt und durchdreht und nicht mehr die Spannung hält. Was ist zu tun? Als erstes entfernen Sie die Saite, das habe ich hier jetzt schon gemacht bei diesem Problemwirbel. Setze den Stimmschlüssel auf den Wirbel und drehe rechts herum bei einem Wirbel mit Linksgewinde den Wirbel heraus. Ich merke schon, das geht ziemlich leicht, entschieden zu leicht. Dann nehme ich ein Stück Papier, festes Papier, im Idealfall Sandpapier. Hier habe ich jetzt gerade Körnung 320, 220 könnte es auch sein. Und schneide mir ein Streifchen ab, ungefähr 5 mm breit und ungefähr 20-25 mm lang. Und dieses Papierchen forme ich so, dass die beschichtete Seite nach außen zeigt und ich es in das Loch stecken kann. In das Loch stecken kann, so dass es aber nicht ganz im Loch verschwindet, sonst besteht die Gefahr, dass ich es mit dem Wirbel nachher nur reinschiebe. Aber ich will das Papier einklemmen mit dem Wirbel, zwischen Wirbel und Holz. Und jetzt setze ich den Stimmschlüssel wieder drauf, drehe wieder links rum an und merke jetzt, dass der Wirbel deutlich straffer sitzt als zuvor und ich erheblich mehr Kraft aufwenden muss, um ihn reinzudrehen. Und drehe den Wirbel jetzt so weit rein, dass ich ungefähr bei der Ausgangsstellung angekommen bin, wo die Bohrung im Wirbel etwa 5 mm über dem Holz steht. Und dann kann ich beginnen, die Saite wieder aufzuziehen und das Problem sollte gelöst sein.